Menschen bewirken, wenn man die Menschen nicht bevormundet, sondern auf ihre Kraft und ihre Entfaltung setzt. Das ist unser Prinzip. Wir sind also gemeinsam erfolgreich und wir schaffen gemeinsam das Beste für Deutschland. Aber ich sage auch, es darf nicht weniger als das Beste sein, denn unser Land steht in den nächsten Jahren vor gewaltigen Herausforderungen. Sie alle kennen die großen Themen. Wie gestalten wir den demografischen Wandel? Wie nutzen wir die Chancen der Digitalisierung? Wie bestehen wir im harten internationalen Wettbewerb in einer globalisierten Welt? In einer Welt, in der, so ist es mir neulich gegangen, als ich auf dem Lateinamerika-Gipfel war, der Regierungschef von Panama uns allen genau gesagt hat, wenn wir nicht bald die Ausbaggerung des Hamburger Hafens schaffen, dann wird das gravierende Auswirkungen auf den Hamburger, oder die Elbausbaggerung schaffen, dann wird das gravierende Auswirkungen auf den Hamburger Hafen haben, auf die Rolle Deutschlands im internationalen Handel. Dann wissen wir, welche anderen Häfen in Europa bereitstehen, um das zu übernehmen. Und das redet man in Lateinamerika und guckt ganz genau, was da passiert. Und so könnte ich Ihnen viele, viele Beispiele sagen, wo Menschen in Indien, in China, in Brasilien natürlich auch nach Wohlstand streben, und wo die nicht gucken, ob wir das in Europa alleine schaffen oder wir in Europa alleine, in Deutschland alleine schaffen, sondern wo sie einfach sagen, jeder nutzt seine Chance. Wir wollen unsere Chance auch nutzen, aber wir wissen, dass wir keine Zeit haben zu warten, sondern dass wir immer wieder anpacken müssen. Das ist der Geist, in dem wir in die nächsten 4 Jahre gehen wollen, meine Damen und Herren. Und hinzu kommt das, was wir als 4. industrielle Revolution bezeichnen. Das bedeutet nichts anderes, als dass alles, was zu digitalisieren ist, auch in Zukunft digitalisiert werden wird. Und wir können uns das manchmal vielleicht noch gar nicht, ich jedenfalls kann mir das manchmal noch gar nicht in seinem vollen Umfang vorstellen. VW zum Beispiel digitalisiert jetzt die gesamte Fertigungshalle in Wolfsburg. Und das wird dazu führen, dass in Zukunft Autofertigung erst einmal im digitalen Raum vorgefertigt wird. Das wird dazu führen, dass Autos längst nicht mehr in dem Umfeld als reale Autos getestet werden, sondern das wird dazu führen, dass das alles schon im Vorfeld weitgehend bestimmt wird. Das heißt, es ist eine industrielle Fertigung. Ohne eine parallele digitale Welt, die vollkommen kombiniert wird mit der industriellen, realen Fertigung, nicht mehr vorstellbar. Was bedeutet das für die Berufsausbildung? Was bedeutet das für die Kenntnisse? Das alles sind die Fragen, die wir in Zukunft uns stellen müssen. Was bedeutet das für Betriebsräte, für den Zusammenhalt in einem Unternehmen? Wenn man ganz unterschiedliche Arbeitszeiten hat, wenn man das alles von zu Hause, vom Computer machen kann. Gravierende Veränderung in allen Bereichen. Und entweder wir schaffen das, wir können das, wir wollen das, ja. Oder aber andere werden schneller sein. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das heißt, vom Kühlschrank, der viel stärker mit dem Internet und dem Elektrokochherd und der Waschmaschine zu Hause bis hin zur industriellen Fertigung, werden die digitale Welt und die reale Welt verschmelzen und unser Lebensgefühl verändern. Und deshalb sage ich, wie wollen wir dann lernen? Wie soll in unseren Schulen gelernt werden? Und deshalb haben wir etwas gemacht, was von den Ländern meistens sehr argwöhnisch betrachtet wird. Aber wir haben gesagt, es ist auch eine Aufgabe für die Bundespolitik, sich darum zu kümmern, wie die Berufsbilder später aussehen, wie unsere Kinder lernen. Wir wollen bei der Digitalisierung mithelfen, auch in den Schulen, denn es kann ja nicht sein, dass die Digitalisierung sozusagen dann erst gelernt wird, wenn man schon halb aus der Schule raus ist. Und das wird gravierende Änderungen, das können wir nur gemeinsam schaffen. Und das wollen CDU und CSU gemeinsam zwischen Bund und Ländern schaffen, meine Damen und Herren.
Und es ist ja ganz selbstverständlich und auch erkennbar, wir in Deutschland haben jetzt noch gut 1% der Weltbevölkerung als Einwohnerschaft, dass wir das alleine gar nicht schaffen. Ein Land allein kann diese Herausforderung nicht bewältigen, auch Deutschland nicht allein. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass bei uns die Grundlagen des Wirtschaftens und Arbeitens stabil sind, aber dass sie eben auch in der ganzen Europäischen Union stabil sind. Denn Deutschland wird nur erfolgreich sein, wenn Europa auch erfolgreich ist. Und das heißt eben, wir dürfen nicht die Augen verschließen vor den Realitäten auf der Welt. Und wenn wir in Europa manche Diskussionen führen, dann führen wir sie eben auch mit dem Blick auf die Frage, womit wollen wir in Zukunft in Europa unser Geld verdienen? Wo sollen die Arbeitsplätze herkommen? Und dann sind wir manchmal vielleicht auch schwierige Gesprächspartner, wenn wir darauf hinweisen, dass es Prioritäten gibt, um die man sich kümmern muss. Und wenn ich die vielen Debatten sehe über die zukünftige Ausrichtung der Automobile oder wenn ich die Debatten sehe über die Frage, was jetzt wichtig ist, ob erst das Ölkännchen sozusagen mit dem Olivenöl verboten werden muss oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr in Wissenschaft und Forschung getan wird, dann muss man über Prioritäten in Europa reden, damit wir uns die Arbeitsplätze der Zukunft sichern und nicht kaputt machen, meine Damen und Herren. Das ist unsere Rolle. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum wir im Augenblick die europäische Staatsschuldenkrise haben. Es ist auch eine Wettbewerbsfähigkeitskrise in einigen Ländern. Und die hat ja dann sehr schnell, und das hat man ja gemerkt, zu einer Vertrauenskrise geführt. Und deshalb werde ich auch am Donnerstag und Freitag, wenn es wieder um den Europäischen Rat geht, deutlich darauf hinweisen, wir brauchen nicht nur Fiskalstabilität, die haben wir mit dem Fiskalpakt. Wir brauchen nicht nur mehr Aufsicht über die Banken, das ist ein hartes Verhandlungskapitel von Wolfgang Schäuble bei den Finanzministern schon Mittwoch, sondern wir brauchen auch ein gemeinsames Verständnis über das, was unsere Wettbewerbsfähigkeit ausmacht. Wenn immer nur gedacht wird, da kommen vielleicht Kräfte von außen, die uns in Europa etwas nicht gönnen, das ist nicht der richtige Ansatz. Und wenn immer nur geguckt wird, wo ist der nächste Geldtopf zu bekommen, dann ist das auch nicht das Erste, sondern das Erste ist mal zu überlegen, wie werden wir gemeinsam wettbewerbsfähiger, wie können wir alle unsere Hausaufgaben machen und wer dann noch Solidarität und Unterstützung braucht, kann auf diesem gemeinsamen Fundament auch Unterstützung bekommen. Aber nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Und wir sind jetzt nah dran an den 3% Forschungsausgaben zum Beispiel, als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt. Ich kenne Länder auf der Welt wie Korea, die haben über 4 und ich kenne Länder in Europa, die haben unter 1. Man kann nicht eine gemeinsame Währung haben und in gravierenden Fragen der Zukunft völlig unterschiedliche Wege gehen. Und deshalb heißt es nicht, wenn ich sage, mehr Koordinierung in der Wettbewerbspolitik oder in der Wettbewerbsfähigkeit, dass immer wieder Kompetenzen sofort nach Brüssel gegeben werden. Aber man muss ein gemeinsames Verständnis davon haben, wo dieses Europa hin will. Und das ist das, was wir noch leisten müssen, zusätzlich zu all dem, was wir an Kompetenzen natürlich von Brüssel auch haben. Und Ilse Aigner ist ja das Beispiel, sie wird darüber diskutieren. Aber auch die Brüsseler Entscheidung, die Kommissionsentscheidung, die Parlamentsentscheidung müssen sich daran ausrichten, was hilft der Wettbewerbsfähigkeit Europas und nicht, was kann sie vielleicht sogar noch schwächen und mehr Bürokratie schaffen. Das müssen wir dort so machen wie zu Hause. Und so, wie wir geschafft haben, dass Deutschland aus der Finanzkrise stärker herausgekommen ist, als es hineingekommen ist, so wollen wir auch, dass Europa stärker aus der jetzigen Krise herauskommt, als es hineingegangen ist. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für Europa und das ist wichtig für unsere Stellung in der Welt. Und wir in Europa, wir haben noch riesige Vorteile. Wir streiten über vieles. Ich habe das immer am Beispiel der mittelfristigen finanziellen Vorausschau gesagt. 907 Milliarden oder 908 oder 915. Damit können wir 24 Stunden verbringen, auf 7 Jahre verteilt natürlich die Milliardenzahl. Aber, meine Damen und Herren, worüber wir